Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, seien wir ehrlich, die Härtefallregelung ist eine Krücke. Das Aufenthaltsrecht der Bundesrepublik Deutschland ist kompliziert, selektiv und restriktiv. In weiten Teilen ist es ein Einwanderungsverhinderungsrecht. Es gibt diskriminierende Sondergesetze für Asylsuchende und Geduldete. Es gibt jede Menge Hindernisse und Fallstricke für Menschen, die hier in Deutschland bleiben wollen. Selbst Menschen, die hier einen legalen Aufenthaltsstatus haben, wird es schwer gemacht, diesen zu verstetigen und sich hier in Deutschland eine eigenständige Zukunft aufzubauen. In diesem Kontext muss man die Härtefallregelung betrachten. Sie ist eine wichtige Auffangmöglichkeit für besondere Härten. Und in unserer Rechtsordnung gibt es viele, die trotz großer Anstrengungen und eines langjährigen Aufenthalts durch den Rost fallen. Berlin hatte übrigens 1990 die bundesweit erste Härtefallkommission eingerichtet. Über deren Arbeit sind seitdem viele Menschen zu einem legalen Aufenthalt in Berlin gekommen. Doch mittlerweile ist das weniger geworden, denn es weht ein kalter Wind vom Innensenator Henkel. Hierzu eine Einschätzung, wenn Sie vielleicht zuhören können, Herr Hallmann und Herr Henkel. Hierzu eine Einschätzung eines wahrhaftig unverdächtigen Zeugen. Ich darf mit Ihrer Erlaubnis zitieren, Herr Präsident. Bernd Szymanski von der Evangelischen Kirche Anfang dieses Jahres wörtlich: Wir haben keinen guten Dialog mit Herrn Henkel. Wir wünschen uns einen offeneren Umgang. Zu Recht üben Kommissionsmitglieder aus den Nichtregierungsorganisationen massive Kritik an Herrn Henkels übertriebener Härte. Henkel hat bislang 2/3 der Empfehlungen der Kommission abgelehnt. Sein Vorgänger Erhard Körting war dagegen in seiner Amtszeit rund 2/3 der Empfehlungen gefolgt. Hier hat Innensenator Henkel sogar das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertroffen. Während das Bundesamt seit der Gesetzesänderung, die die Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt hat, in 9 Fällen Sinti und Roma ein Recht auf Asyl wegen ethnischer Verfolgung zugestanden hat, weigert sich Henkel grundsätzlich, in diesen Fällen den Empfehlungen der Kommission zu folgen. Mitglieder der Härtefallkommission beschwerten sich über die völlig unzureichende Zusammenarbeit des Innensenators mit der Kommission. So blieben viele Schreiben der Härtefallkommission wochenlang unbeantwortet. Deshalb ist eine Reform der Regelung zur Härtefallkommission dringend notwendig. Die Härtefallkommission soll, wie der Name besagt, besondere humanitäre Fälle behandeln, wo die gesetzlichen Regelungen nicht greifen. Hier müssen humanitäre Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Es ist absurd, dass das Kriterium der vollständigen Lebensunterhaltssicherung oder eine Straffälligkeit von Herrn Henkel zu Ausschlusskriterien erklärt worden ist. Ohne die Lebensumstände des Menschen zu berücksichtigen, Herr Henkel scheint es auch nicht zu interessieren, dass Antragsteller in Berlin geboren bzw. aufgewachsen sind. Das Verhalten von Innensenator Henkel hebelt den Sinn der Härtefallregelung aus. Sie bedeutet doch gerade, besondere Lebensumstände zu berücksichtigen und jeden Einzelfall zu betrachten. Der Härtefallkommission und somit auch der Innensenator entscheiden über Schicksale. Deshalb ist es notwendig, dass der Innensenator seine ablehnenden Entscheidungen der Kommission gegenüber schriftlich begründet und ihr die Möglichkeit einer Antwort gibt, bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird. Liebe Frau Bayram, über Ihre Verbesserungsvorschläge werden wir sicherlich im Innenausschuss beraten. Ob auch Abgeordnete in der Härtefallkommission mitwirken, mitarbeiten können,
dem steht, denke ich, nichts im Wege. Herzlichen Dank.